Nichts war normal an diesem Abend. Jürgen Klopp versuchte, sich so gelassen wie möglich zu geben. Aber das gelang nur kurz. Er blickte in bekannte Gesichter und gab dann doch Einblick in seine Gefühlswelt. Wenn ich jetzt sagen würde, das hat mich jetzt nicht irgendwie aus meiner Mitte gerissen, das Ganze so außenrum, wäre gelungen. Aber in der Spielvorbereitung beeinflusst mich natürlich nicht. Aber ich hatte mehr Momente, als ich normalerweise habe vor dem Spiel, wo ich über die Begleitumstände nachdenke. Das ist ja klar. Als ich reinkam ins Stadion, ich bin mir jetzt eben nicht ganz sicher, ob der wirklich leise, aber sehr angenehme, respektvolle Applaus, ob der für mich ist. Falls ich das missverstanden habe, möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber ich habe es für mich ich habe gedacht, das könnte für mich sein. Also habe ich versucht, mich mit der kleinen Geste zu bedanken. Das fand ich total, wenn es so war, fand ich es echt angemessen. Mehr war nicht notwendig, das war schön. Emotional sehr bewegend. Als betritt er die alte gemeinsame Wohnung. So muss ihm der herzliche Empfang vorgekommen sein. Ich habe dieses Stadion, ich habe mich hier nicht entliebt. Es ist einfach ein großartiger Ort zum Fußballspielen. Und ich habe jeden einzelnen Menschen hier auf eine besondere Art gern, der Arbeit und so weiter. Also deswegen war es speziell. Aber als Aki dann vorm Spiel kam und sozusagen mit seiner Umarmung dann die Büchse der Pandora geöffnet hat, war dann klar, ich kann die Spieler nach dem Spiel auch umarmen und alles war cool. El Kloppico, so hatten Dortmunds Fans das Spiel gegen Liverpool getauft, in Anlehnung an den Klassico. Der BVB sei weiter, meinte Jürgen Klopp vor der Partie. Aber tatsächlich war seine Mannschaft ebenbürtig. Klopp wusste genau, wie man gegen seine alte Liebe agieren muss. Ich bin sehr zufrieden mit vielen Teilen des Spiels. Unsere Organisation war gut, wir waren mutig, gut strukturiert, diszipliniert. Alles gut. Und um unsere Führung herum waren wir brillant. Wir hatten einige wirklich gute Momente, haben direkten Fußball gespielt und gezeigt, wozu wir fähig sind. Direct Football, yeah, showed what we are capable of. Für das Rückspiel ist nun alles offen, 50-50. Jürgen Klopp dürfte froh sein, dass es in einer Woche mehr um den Fußball geht, als um Wiedersehensrituale. Aber hochemotional wird es wieder werden. Jetzt fahren wir wieder zurück nach Liverpool und können uns jetzt auch auf eine außergewöhnliche Atmosphäre freuen, weil Donnerstagabend entfällt, geht auch die Post ab. Das ist ziemlich lässig und dementsprechend jeder, der eine Karte gekriegt hat, kann sich wirklich freuen.